Hallo und herzlich willkommen in Dresden. Und erstmal ein großes Dankeschön an den Philharmonischen Kinderchor, der uns auf das Adventskonzert 2022 eingestimmt hat. Ist es nicht schön? Es gibt sie wieder. Die Weihnachtsmärkte, so wie hier auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche. Wo 2 Jahre lang nur ein trauriger, leerer Platz war, sind wieder Menschen unterwegs, die diese ganz besondere Stimmung genießen, die es nur in der Vorweihnachtszeit gibt. Und dazu gehört für mich auch das Adventskonzert in der Frauenkirche, wozu ich Sie jetzt recht herzlich einladen möchte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Das Konzert in der Frauenkirche hat mit dem Sächsischen Staatsopernchor und der Staatskapelle Dresden begonnen, die heute von der jungen französischen Dirigentin Marie Jacot geleitet wird. Kennen Sie jemanden, nach dem ein Himmelskörper benannt ist? Nein? Genau das ist unserer ersten Solistin vor 2 Jahren passiert. Durch das All schwebt nämlich ein Asteroid, der ihren Namen trägt. Diana Damrau. Hier auf Erden zählt sie zu den besten Sopranistinnen weltweit. Opernhäuser und Konzertveranstalter reißen sich um sie. Und mehrfach wurde sie als Sängerin des Jahres ausgezeichnet. Herzlich willkommen beim Adventskonzert, Diana Damrau. Thank you.
Er ist der musikalische Botschafter der Frauenkirche, der Kammerchor unter der Leitung von Matthias Grünert. Für den kurzfristig erkrankten Piotr Pechauer, der heute hier auftreten sollte, ist der Schweizer Tenor Mauro Peter eingesprungen. Und das ist ein echter Glücksfall. Denn er ist international einer der Top-Sänger, sei es in der Oper, im Konzert oder beim Liederabend. Kleiner Tipp für alle Dresdner: Im März des kommenden Jahres singt er eine seiner Paraderollen, den Tamino aus Mozarts Zauberflöte, in der Semperoper. Jetzt aber, heute, ist er hier bei uns im Adventskonzert in der Frauenkirche. Mauro Peter. Applaus für Mauro Peter bei seinem Adventskonzertdebüt in der Frauenkirche. Es ist eine schöne Tradition bei diesen Konzerten, dass Solistinnen und Solisten der Staatskapelle gemeinsam mit dem Orchester musizieren. Heute sind es Matthias Wollung und Lukas Steck. Sie spielen den ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen. Thank you.
Nach Musik von Johann Sebastian Bach geht es beim Adventskonzert mit einem anderen ganz Großen weiter. Mit Wolfgang Amadeus Mozart. Einer seiner beliebtesten Kompositionen für die Kirche ist die sogenannte Krönungsmesse. Er schrieb sie 1779, als er noch im Dienste des Salzburger Erzbischofs Colloredo war, zu dem er, gelinde gesagt, nicht das beste Verhältnis hatte. Davon spürt man in Mozarts herrlicher Musik zum Glück gar nichts. Hier ist das Credo aus der Krönungsmesse mit Diana Damrau und Mauro Peter, die zusammen mit Nicole Tschirka und Martin Jan Nehoff, beide von der Semperoper, die Solistenpartien singen.
Jeder ist glücklich bei dieser wunderschönen Musik, hat ein Dirigent einmal über die Krönungsmesse gesagt. Das Publikum, das Orchester, der Chor. Kleine Ergänzung, die Solistinnen und Solisten sicher auch. In diesen Tagen wird der 200. Geburtstag des französischen Komponisten und Organisten César Franck gefeiert. Und wir feiern gerne mit. An der Orgel hat bereits der Frauenkirchenkantor Matthias Grünert Platz genommen, der ein weihnachtliches Orgelstück von César Franck spielen wird. Und französisch geht's danach auch gleich weiter. Mauro Peter singt Noël von Charles Gounod. Thank you.
In diesem Jahr kann man beim Adventskonzert auch dabei sein, wenn man nicht in der Kirche sitzt. Denn es gibt wieder ein Public Viewing auf dem Dresdner Neumarkt. Und mit etwas Punsch oder Glühwein vom Weihnachtsmarkt lässt sich die Kälte doch ganz gut aushalten. Jetzt kommt Musik, die für mich zur Advents- und Weihnachtszeit einfach dazugehört. Nämlich aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Die Französin Marie Chacot, die gerade eine große internationale Karriere macht, dirigiert die Staatskapelle Dresden. Thank you.
Der Kammerchor der Frauenkirche mit der Weihnachtsbotschaft Verbum caro factum est, der Menschwerdung Gottes. Vertont von Hans-Leo Hassler, der ein echtes Multitalent war. Komponist, Organist, Uhrmacher und Erfinder von Musikautomaten. Und das vor über 400 Jahren. In puncto Vielseitigkeit steht ihm der Tenor René Collo in nichts nach. In seiner langen Karriere war er einer der berühmtesten Wagner-Sänger, aber auch immer der leichten Muse zugetan. Außerdem Autor und Komponist. Hier ist Diana Damrau mit René Collos Weihnachtsfriede. Strahlend steht ein Stern am Himmel, leuchtet hell und weit. Strahlend kündet er uns allen, es ist Weihnachtszeit. Sein sanfter Schein erfüllt die Herzen, erweckt jeden Raum und mischt sich mit dem Glanz der Kerzen an jeden Weihnachtsbaum. Auf Erden tönt ein Segen, das durch den Himmel zieht, weil heut auf allen Dingen ein stiller Frieden blüht. Kinder singen vor den Türen, hell ein Weihnachtslied. Lassen uns das Wunder spüren, das heute Nacht geschieht. Bald stehen alle Hirten offen, von Ängsten befreit. Und wer vergessen hat zu hoffen, ist jetzt dazu bereit. Den Weihnachtsfrieden, von dem Diana Damrau gerade gesungen hat, möchte man allen Menschen wünschen. Besonders denen, die in ihrem Land nicht in Frieden leben können. Musik kann verbinden, über Grenzen hinaus. Und sie kann solidarisch sein. Deshalb stehen am Ende unseres Adventskonzerts weihnachtliche Lieder aus verschiedenen Ländern auf dem Programm. Unsere Solistinnen und Solisten und unsere Dirigentin haben sie aus ihrer Heimat mitgebracht. Aus der Ukraine, den Niederlanden, der Schweiz, aus Frankreich und Deutschland. Unser aller Dankeschön geht an Diana Damrau, Nicole Tschirka
Mauro Peter, Martin Jan Nehoff, den Kammerchor der Frauenkirche, den Sächsischen Staatsopernchor und die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Marie Chacot. Ihnen allen hier und zu Hause eine friedvolle Advents- und Weihnachtszeit. Machen Sie es gut. Es ist für uns eine Zeit angekommen, es ist für uns eine große Gnade. Denn es ist ein Kind geboren, uns das der Höchste König.